Das ist Tom. Tom ist 46 Jahre alt. Er ist glücklich verheiratet und hat 2 Kinder. Tom arbeitet als Angestellter in einem mittelständischen Unternehmen. Seit seinem letzten Rentenbescheid denkt Tom über seine Zukunft als Rentner nach. Wird er seinen heutigen Lebensstandard weiterhin in vollen Zügen genießen können? Oder wird er von Altersarmut betroffen sein? Tom wendet sich mit seinen Sorgen an seinen Freund Klaus. Klaus berichtet ihm, dass er sich vor einiger Zeit auch Gedanken darüber gemacht hat und eine Lösung für dieses Problem gefunden hat. Klaus weist auf die Rentenbescheinigung hin. Hier findet Tom den monatlichen Betrag, den er von der gesetzlichen Rentenversicherung erwarten kann. Toms bisheriges Nettoeinkommen beträgt zurzeit 1.700 Euro. Im Rentenbescheid von Tom ist eine voraussichtliche Rente in Höhe von 979 Euro angegeben. Es ist zu erwarten, dass die Lebenshaltungskosten im Alter um 20% bei gleichem Lebensstandard zurückgehen werden. Dies bedeutet, dass er im Alter 1.360 Euro für seinen Lebensstandard benötigen wird. Der Differenzbetrag zwischen 80% des Nettoeinkommens und der zu erwartenden Rente ergibt den fehlenden Betrag zur Sicherung des bisherigen Lebensstandards. Dieser beträgt bei Tom 381 Euro. Klaus erzählt Tom nun von der privaten Altersvorsorge. Hierbei zahlt Tom einen bestimmten Betrag von seinem monatlichen Gehalt in die private Rentenversicherung ein. Mit diesem Geld arbeitet die Bank oder Versicherungsgesellschaft, um hohe Erträge erwirtschaften zu können. Diese Erträge können in Form von Überschussbeteiligungen zusätzlich zu den monatlichen Rentenzahlungen dem Versicherungsnehmer zugutekommen. Im Falle von Toms Tod kann die Bank oder die Versicherungsgesellschaft durch die sogenannte Rentengarantiezeit in Länge der vereinbarten Laufzeit die Fortzahlung seiner Rente an seine Familie gewährleisten. Klaus rät Tom, den vollen Betrag seiner Versorgungslücke durch eine private Altersvorsorge abzudecken, damit er seinen Lebensstandard beibehalten kann. In welcher Höhe er sich absichern möchte, liegt nun aber an Tom. Dank Klaus weiß Tom jetzt besser über die private Altersvorsorge Bescheid. Er beschließt, sich gleich morgen darum zu kümmern, denn je früher er sich um seine private Altersvorsorge kümmert, desto besser ist er für die Rente gewappnet.